Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. So wie der Januar verläuft, so verläuft das ganze Jahr, beziehungsweise as goes January, so goes the year, so lautet eine bekannte amerikanische Börsenweisheit. Und wenn wir die jetzt auf unseren deutschen DAX anwenden, kann man durchaus ein bisschen kalte Füße kriegen, denn der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,4% aus dem Börsenmonat Januar. Der Schlusskurs am Donnerstag 7.776 Punkte. Geht es nach dem Januar-Effekt, dann ist das durchaus kein gutes Zeichen, denn die Börsenweisheit besagt, endet der erste Börsenmonat des Jahres mit einem Plus, dann wird auch das Gesamtjahr sehr erfolgreich werden. Endet der Januar hingegen mit einem Minus, dann können Börsianer das Jahr meist komplett abschreiben. Aber auf alle Handelstage des Januar gesehen, hat der DAX den Monat mit einem kleinen Plus von 2% abgeschlossen. Und wir sehen es ja auch im Chartbild. Es war zwar ein zäher Monat, aber es ging immerhin ein Stückchen nach oben. Sollte die Börsenweisheit also zutreffen, was ja jetzt auch durchaus kein Gesetz ist, dann wird es wohl kein leichtes Jahr für den DAX werden, aber immerhin auch kein katastrophales. Die ersten Handelstage des Februar, die sind ganz gut angelaufen. Der DAX nähert sich wieder der Marke von 7.800 Punkten. Und auf diese Marke, auf die kommt es nun wirklich an. Der DAX hatte sich eigentlich relativ stabil über dieser Marke etabliert. In der letzten Woche war der Verkaufsdruck allerdings zeitweise so groß, dass der DAX schon wieder darunter gefallen ist. Wie gesagt, am Donnerstag hat der DAX mit einem Minus bei 7.776 Punkten geschlossen. Wenn es dem Markt jetzt aber gelingen sollte, sich oberhalb der Marke von 7.800 Punkten wieder zu stabilisieren, dann hat sich an der charttechnischen Ausgangslage auch nicht viel verändert. Die 7.800 Punkte, die können nach wie vor als Sprungbrett zum Allzeithoch bei 8.151 Punkten genutzt werden. Das wird aber alles schon seine Zeit in Anspruch nehmen. Zurzeit ist an der Börse einmal mehr Geduld der Schlüssel zum Erfolg. Und wo wir schon bei Geduld sind, bei der Aktie von Apple scheint die den Anlegern langsam aber sicher komplett auszugehen. Wenn wir uns den Chart anschauen, dann können wir uns hier durchaus von einem regelrechten Ausverkauf sprechen. Über 20% hat die Apple-Aktie seit Beginn des Jahres eingebüßt. Besonders dramatisch war der Verfall vom 23. auf den 24. Januar. Hier hat die Aktie an einem Tag bei 514 Dollar geschlossen und am nächsten Tag bei 460 Dollar eröffnet. Also eine ordentliche Kurslücke gerissen. Seitdem notiert die Aktie hier auf einer einsamen Insel seitwärts im Bereich von 455 Dollar. Angesichts solcher Werte kann man es sich schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass die Aktie vor gar nicht allzu langer Zeit im September letzten Jahres ihr Allzeithoch bei über 705 Dollar markiert hat. Was mittlerweile auch noch erschwerend hinzukommt, dass sich der Absturz der Apple-Aktie auch im langfristigen Chart bemerkbar macht. Wir sehen hier den Verlauf der letzten 5 Jahre und wir sehen, der Aufwärtstrend, der ist mittlerweile gebrochen worden. Sollte es sogar noch unter die Marke von 420 Dollar gehen, dann wäre wohl eine endgültige Trendwende eingeleitet. Allerdings sind diese 420 Dollar aber auch eine sehr starke Unterstützung. Apropos starke Unterstützung. Bei der Aktie des Konkurrenten Nokia hat die leider nicht gehalten. Die Aktie ist unter die psychologisch wichtige Marke von 3 Euro gefallen. Sie notiert knapp darunter bei 2,98 Euro. Vor gar nicht allzu langer Zeit sah es noch ganz danach aus, als könnte Nokia bereits die 4 Euro ins Visier nehmen. Mittlerweile sprechen aber nicht nur die Charttechnik, sondern auch viele Analysten eine ganz andere Sprache. Viele sehen die Aktie bei 2 Euro bis 2,60 Euro. Charttechnisch wären 2,60 Euro für die Nokia-Aktie allerdings schon eine mittelschwere Katastrophe, denn Anleger sollten sich bereits beim Unterschreiten von 2,80 Euro von dem Papier trennen. Hier verläuft eine wichtige horizontale Unterstützung. Und auch die Unterseite des mittelfristigen Aufwärtstrends, der ja nach wie vor noch besteht. Sollte die Aktie aber wieder bis in diesen Bereich zurücklaufen, was durchaus passieren kann, sich aber stabilisieren und nach oben hin ausbrechen, dann wäre die Sachlage wieder eine andere. Bis dahin ist aber auch erstmal Geduld gefragt. Das war der Chartcheck für heute und für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.